Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch. Mit meinem heutigen Gast möchte ich mich über die sportlichen und vor allen Dingen auch über die politischen Dimensionen der Europameisterschaft in Deutschland unterhalten. Dafür freue ich mich, einen ausgewiesenen Fachexperten begrüßen zu dürfen. Er ist Weltmeister mit Deutschland 1990 geworden und ehemaliger Fußballprofi vom VfB Stuttgart, FC Bayern München und für die AS Rom hat er gespielt. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Berthold. Schönen guten Morgen, Herr Berthold. Guten Morgen, Herr von Witzleben. Hallo. Ja, Herr Berthold, ich freue mich sehr, dass Sie sich hier heute früh die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch hier aufzuzeichnen. Sie sind mir hier aus der Schweiz zugeschaltet und ja, wir möchten uns unterhalten heute über die Europameisterschaft, über das ausgebliebene Sommermärchen in Deutschland. Aber vielleicht zu Beginn, wir zeichnen jetzt hier heute am Mittwoch, den 10. Juli auf. Seit gestern steht der erste Finalteilnehmer statt. Spanien hat 2-1 gegen Frankreich im Halbfinale gewonnen und steht damit ein Stück weit erwartungsgemäß im Finale, nachdem sie Deutschland rausgeschmissen haben. Ja, Herr Berthold, wird am Sonntag Spanien den Titel in Berlin holen? Die Chancen stehen auf jeden Fall gut. Das ist mein Favorit gewesen bis jetzt. Und gestern haben sie verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Das ist eine Mannschaft, die wirklich von der Spielphilosophie, von der technischen Begabung, von der Passqualität, der Raumaufteilung, von der individuellen Stärke etwas besser ist als die anderen Top-Mannschaften, die im Halbfinale stehen oder standen. Eine ist ja schon nach Hause gefahren, befährt jetzt heute nach Hause. Von daher war von Anfang an mein persönlicher Favorit Spanien. Ein Finale ist ein besonderes Spiel, weil klar, da spielt der Druck eine große Rolle. Noch ein paar andere Faktoren wie Glück, Schiedsrichter, das kann man auch nicht kalkulieren. Aber von der Spielanlage und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wenn sie das umsetzen können am Sonntag, kann ich mir nicht vorstellen, dass England oder Holland ihnen da ein Bein stellen können. Das ist meine persönliche Meinung. Was glauben Sie, wer wird's, England oder Holland? Da ich auch ein Fußballästhet bin, würde ich mich natürlich freuen, wenn Holland ins Finale kommt, weil die spielen auch Fußball, um Tore zu schießen. Die Engländer haben ja bis jetzt Fußball gespielt, um keine Tore zu bekommen. Das ist nicht so die Art Fußball, die ich präferiere. Und auch für die Fußballfans wäre es schöner, wenn zwei spielstarke Mannschaften ins Finale kämen. Aber wie Sie wissen, ist das kein Wunschkonzert. Und die Holländer werden heute Abend, ja, die werden auch das nötige Quäntchen Glück benötigen, um ins Finale zu kommen. Aber von dem, was sie bis jetzt gezeigt haben, von der Performance im gesamten Turnier, hätten sie es eigentlich verdient. Aber Sie wissen ja, nur dieses Aber. Und die Engländer sind eine körperlich starke Mannschaft. Die sagen sich auch, was wollt ihr alle? Wir stehen im Halbfinale. Und es ist durchaus auch möglich, das mit der Art Fußball zu spielen, sehr defensiv, vielleicht sogar ins Elfmeterschießen zu kommen, das auch eine Taktik ist, um am Sonntag in Berlin zu stehen. Wir reden jetzt im Konjunktiv, hätte Fahrradkette, werden wir alles sehen. Ich persönlich würde mir wünschen, einfach für die Fußballfans, wenn Spanien gegen Holland am Sonntag im Finale steht. Ja, wir werden sehen, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Aber Herr Berthold, lassen Sie uns auch nochmal über das Spiel Deutschland gegen Spanien zu sprechen kommen. Denn ja, das hat ja wirklich die Gemüter erhitzt hier die letzten Tage. Deutschland ist ganz auf eine sehr tragische Art und Weise rausgeflogen. Es hat vor allen Dingen hinterher große Diskussionen gegeben um den nicht gegebenen Handelfmeter. Dennoch resümieren die deutschen Medien, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder zurück in der Mitte der Gesellschaft ist. Die Nationalmannschaft hat die Herzen der Fußballfans zurückerobert. Also Herr Berthold, zum einen, wie blicken Sie auf dieses Spiel, auf dieses doch frühe Ausscheiden der Nationalmannschaft und hat die Nationalmannschaft auch Ihr Herz zurückerobert, Herr Berthold? Ja, wenn man im Viertelfinale steht, gehört man zu den besten 8 Mannschaften. Das ist ja schon mal kein Misserfolg.
Besonders wenn man einfach mal zurückblickt, was war bei den letzten großen Turnieren, die waren ja alles andere als erfreulich. Da ist man schon in der Vorrunde nach Hause gefahren. Und die letzten Vorbereitungsspiele, die haben ja schon dazu geführt, dass die Grundstimmung schon mal besser wurde. Ich glaube schon, dass die Mannschaft es geschafft hat, dass der Funken von den Fans wieder übergesprungen ist im Stadion. Das glaube ich schon. Ich habe auch ein Spiel live gesehen gegen Ungarn. Das hat man dann auch gespürt, dass diese Energie da ist. Und das mit dem engagierten Auftritt während dem gesamten Turnier, der Kredit, der verspielt wurde, dass der zurückgewonnen worden ist. Das Gefühl habe ich schon, weil es ist ein Wir-Gefühl entstanden. Die Mannschaft hat sich als Team präsentiert. Es gab da keine Egos oder keine irgendwie Extravaganz bei dem einen oder anderen. Es gab keine Diskussion. Also man hatte so den Eindruck von außen, da steht eine Einheit auf dem Platz, die will den maximalen Erfolg, die tut alles, die hauen sich rein. Und gerade gegen Spanien hat man ja auch gesehen in der Verlängerung dann die Energie, die noch da war, ja, und die Möglichkeiten, die ja auch bestanden. Man hat relativ spät den Ausgleich geschossen, ist in die Verlängerung, hatte da auch Chancen gegen die vielleicht beste Mannschaft des Turniers, getragen vom Publikum. Und klar, das Gegentor, das muss man hinnehmen. Die Diskussion über den gegebenen oder beziehungsweise in dem Fall nicht gegebenen Elfmeter, die hat sich ja das ganze Land gezogen. Da kann ich nur als ehemaliger Spieler Folgendes sagen: Ich würde mir generell wünschen, weil ich auch Abwehrspieler war, dass weniger Technokraten am Werk sind in Zukunft und dass diese sogenannte Handspielregel einfach mal überdacht werden muss, weil es kann nicht sein, dass ein Abwehrspieler die Arme verschränken muss, wenn er im Strafraum steht, weil dann ist er bewegungseingeschränkt, er kann nicht mehr springen. Wie soll denn das gehen? Der Stürmer darf alles und der Abwehrspieler muss dann die Hände in den Rücken spannen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Und früher war es doch so, ich kann mich doch an meine Zeiten auch erinnern, wenn die Hand bewusst zum Ball geht, ist es Elfmeter. Wenn die Hand den Körper vergrößert, kann man auch noch diskutieren, auch wenn die Hand angelegt ist und die Hand macht eine natürliche Bewegung und wird dann angeschossen. Dann gab es früher keinen Elfmeter und heute, ich bin jetzt kein Regelwerkexperte, scheint es ja auch so zu sein, dass das Regelwerk anscheinend dem Schiri in seinem Ermessungsspielraum zugesteht, zu entscheiden, Hand oder keine Hand. Und er hat entschieden, keine Hand und der VAR hat auch nicht eingegriffen, also muss es ja im Ermessungsspielraum des Schiedsrichters gelegen haben. Dass die Entscheidung dann auch, wie gesagt, so akzeptiert wurde. Klar, die Debatten danach waren groß. Das hatten wir auch gestern in dem Spiel gesehen. Der Cucurella, der angeschossen wurde, der wurde ja 90 Minuten ausgepfiffen von den deutschen Zuschauern, was ich auch nicht sehr sportlich finde, das ganz nebenbei in so einem Spiel. Aber so ist meine Sicht auf diese Dinge. Wissen Sie, in der Fußballsaison oder auch während dem Turnier, da gleichen sich die Dinge immer mal aus. Mal hat man Glück, wie gegen Dänemark, da wurde Elfmeter gepfiffen, da ist der Ball an die Fingerkuppe gegangen von den Dänen. Und auf der anderen Seite stand der Däne mit der Fußspitze über der Abseitslinie und da wurde das Tor aberkannt. Also von daher glaube ich, dass auch jede Mannschaft Episoden hat über ein ganzes Turnier, die mal zum Vorteil und mal zum Nachteil sind. Aber im Großen und Ganzen hebt sie es auf. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Die Stimmung im Land, die war sehr positiv. Sie selber haben jetzt gesagt, dass Sie auch ein Spiel gegen Ungarn gesehen haben, das 2:0, das zweite Gruppenspiel. Also war das, was wir jetzt die letzten 3, 3,5 Wochen erlebt haben, vergleichbar mit dem Sommermärchen bei der WM 2006? Also erleben Sie da ein ähnliches Wir-Gefühl wieder im Land? Wir von Manova wollen den vielen Zumutungen der Politik mit mutiger Aufklärung und lebendigen Debatten begegnen. Wenn Sie etwas für unabhängigen Journalismus übrig haben, bitten wir Sie herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen Dank. Ja, das kann man, glaube ich, nicht vergleichen, weil 2006 auch die Grundstimmung eine andere war und die Menschen eben im Alltag nicht mit diesen Themen konfrontiert wurden, mit denen sie jetzt konfrontiert werden. Das kann man nicht vergleichen. Aber man hat trotzdem gesehen, dass der Fußball die Kraft hat, die Menschen mal aus ihrem Alltag rauszureißen, mal abzulenken
und auch zu Vereinen, denn das habe ich in Stuttgart auch gesehen. Ja, die Fahnen wurden geschwenkt, es wurde die Nationalhymne gesungen, die Menschen hatten die Trikots an. Also das ist schon ein schönes Zeichen, wenn man sieht, da ist ein Nationalstolz da und der Fußball kann dafür sorgen oder setzt dann Impulse, dass das wieder aktiviert wird. Man geht gemeinsam zum Spiel und man freut sich gemeinsam, man trauert gemeinsam. Es ist ein Wir-Gefühl entstanden und alles sehr friedlich. Das war so mein Eindruck. Ich habe ja nur ein Spiel gesehen. Es gab keine, meiner Meinung nach, keine Hooligan-Ausschreitungen während dem Turnier bis jetzt. Also beziehungsweise das, was ich bis jetzt gehört habe, scheint ja so gewesen zu sein. Also von daher hat dieses Turnier schon dafür gesorgt, dass A, erstmal, wie Sie es gesagt haben, der Funke von der Mannschaft ist aufs Publikum übergesprungen. Und die Gesamterscheinung im Stadion, die Bilder, die man gesehen hat und die ich auch in Stuttgart erlebt habe, die war einfach schön, weil die Menschen, wie gesagt, ja, haben sich gefreut, haben gefeiert und haben eben auch ja, das zum Ausdruck gebracht. Was ja in den letzten 3, 4 Jahren gab es ja keine Gelegenheiten, das mal zum Ausdruck zu bringen. Da gab es ja viele Themen, denen sich die Gesellschaft beschäftigt hat, die ja nicht gerade zur Freude und zur gemeinsamen Fahnenschwenken oder zum Hymnensingen gekommen ist. Aber haben Sie nicht auch so be die Befürchtung, dass das einfach nur eine kurzzeitige Freude ist und am nächsten Tag geht man wieder ins Büro und dann ist wieder Ellenbogenmentalität? Also glauben Sie wirklich, dass das so eine nachhaltige, langfristige Freundschaft unter den Menschen wiederherstellen wird, Herr Berthold? Ja, da haben Sie natürlich erstmal recht, dass so ein Turnier vielleicht vom Alltag ablenkt. Wie es jetzt danach aussehen wird, das kann ich auch nicht sagen. Ja, ich kann da nicht in eine Glaskugel reinschauen. Aber ja, es scheint so zu sein, dass der Fußball manchmal wirklich auch so ein Ventil ist für die Gesellschaft, wo man einfach mal alles stehen und liegen lässt, ja, und sich da um die 90 Minuten, über die 90 Minuten freut. Und wenn das Wochenende rum ist, beziehungsweise wenn der nächste Tag beginnt und der normale Alltag fängt wieder an, gehen die Uhren wieder anders. Ja, da mögen Sie recht haben, das scheint so zu sein. Würden Sie denn jetzt schon quasi im Rückblick, obwohl wir noch zwei Spiele jetzt bevorstehen haben, sagen, dass Deutschland ein guter Gastgeber, ein guter Ausrichter dieser EM war hier im Land? Ja, mit Abstrichen, weil es gab ja schon diverse Themen. Logistikthemen gab es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Die Holländer mussten ihre PK absagen, weil die Bahn nicht kam. Und es gab ja auch Gelsenkirchen, soweit ich informiert bin, gab es ja auch bis nachts um 1, halb 2 irgendwelche Verspätungen mit Abtransport. Also ich habe verschiedene Kommentare oder auch Videos gesehen von internationalen Journalisten. Ich glaube, in der New York Times gab es auch einen Bericht, die einfach davon sprachen, dass die EM schlecht organisiert sei. Das ist natürlich für mich jetzt schwer zu beurteilen, wissen Sie, wenn Sie zu einem Spiel kommen. Ich kann nur sagen, in Stuttgart hat alles funktioniert. Zugfahrt zum Spiel, Abfahrt zum Spiel. Der QR-Code vom Ticket wurde gelesen. Hinter der Barriere standen zwei Personen, die haben nochmal geguckt, ja. Damit man auch sicherstellt, dass da nichts reingeschleppt wird ins Stadion. Aber was ich so gehört habe, wie gesagt, gerade über Videos von Journalisten, beziehungsweise auch von Fans, die nach Deutschland kamen, ja, Logistikproblem, da gab es Probleme. Abgang nach dem Spiel war schwierig, wir wurden festgehalten, konnten nicht aus unserem Block raus, etc., etc., etc. Das kriegt ja der Normale und nicht so mit im Alltag. Wissen Sie, was ich meine? Also, wenn die New York Times noch über so ein Thema spricht, finde ich das schon erstmal bemerkenswert, ja. Und da muss ja irgendwas dahinter stecken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das alles aus der Nase ausziehen. Warum auch?
Wie blicken Sie denn jetzt auf die Zukunft der Nationalmannschaft? Von vielen wird jetzt ja gesagt, dass wir mit Julian Nagelsmann einen wirklich sehr erfolgreichen Trainer haben, der ja auch bei RB Leipzig und Bayern München schon wirklich große Erfolge feiern konnte, vor allen Dingen was das Sportliche, das Spielerische auch der Mannschaft angeht. Und auch jetzt kann man ja, glaube ich, sagen, dass er wirklich wieder eine Mannschaft geformt hat, die auf dem sportlich allerhöchsten Niveau mithalten kann. Deswegen blicken jetzt sehr viele wahrscheinlich zu Recht optimistisch auch auf die nächsten Jahre, auf die Nations League, auf die Gruppenphase, aber dann vor allen Dingen auch auf die WM 2026, das nächste sportliche Großevent in den USA, Mexiko und Kanada findet sie statt. Also glauben Sie, dass wir da mit Julian Nagelsmann wieder einen Erfolgstrainer gefunden haben, der womöglich eine Ära prägen könnte, wie einst Jogi Löw? Also ein erfolgreicher Trainer, ein erfolgreicher deutscher Bundestrainer, der wird an seinen Titeln gemessen. Sie erinnern sich zurück, während unserer Zeit 82, 86, 90 stand der Deutschland dreimal in Folge in einem WM-Finale. Also die Messlatte ist hoch. Wir reden jetzt schon über positive Entwicklung, wenn wir im Viertelfinale sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, muss man schon sagen, wenn man den Anspruch hat, dann wieder dahin zu kommen, wo Deutschland früher mal im Weltfußball stand, dann zählen nur noch Titel. Und Fußball ist sehr schnelllebig, wie Sie schon angesprochen haben. Geht dann im September schon weiter mit der Qualifikation. Dann gibt es in 2 Jahren die nächste WM, die lang geht, 6 Wochen geht. Die haben sie ja auch aufgeblasen. Also ich weiß gar nicht, wie man 6 Wochen Turnierfußball spielen kann, was das für eine Belastung ist, auch für die Spieler. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass die Gruppe so, das Gerüst steht. Es muss Veränderungen geben, weil einige Spieler einfach altersbedingt ja, über dem Zenit sind. Also Müller hat ja schon angekündigt, dass er wahrscheinlich aufhört. Ja, ich denke, für Neuer ist auch Zeit, dass er da jetzt mal den Jüngeren ins Tor lässt, weil auf der Torhüterposition haben wir ja keine Defizite, da haben wir ja sehr gute Torhüter. Und Gündoğan hat ja auch schon erwähnt, ja, also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der so Mitte 30 ist, ja, dass der dann aus persönlichen Gründen auch sagt, ja, wie Toni Kroos es richtig gemacht hat. Die biologische Uhr tickt ja. In 2 Jahren sind die ja nicht schneller oder fitter. Und der Fußball ist halt sehr dynamisch, sehr schnell. Und dann kommt es noch dazu, wie Sie auch gerade erwähnt haben, findet ja in Mexiko, Kanada, USA statt. Also in Regionen auch, wo es sehr warm ist, sehr heiß ist. Da spielt die körperliche Fitness immer eine andere Rolle. Denn wir haben ja in 86 auch in Mexiko gespielt. Da kann ich Ihnen nur sagen, mittags um 12 bei 40, 45 Grad, da muss der top fit sein, weil sonst hast du gar keine Chance. Aber ich denke, dass Julian Nagelsmann da die richtigen Entscheidungen beziehungsweise die richtigen Gespräche führen wird, um dann eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die wettbewerbsfähig ist. Aber nochmal, erfolgreiche Trainer bedeutet für mich, ein deutscher Nationaltrainer muss einen Titel gewinnen. Irgendwann mal wieder. Also wir müssen wieder mal dahin kommen, mit dem Anspruch zu sagen, wir sind eine große Fußballnation im Weltfußball. Gibt ja nur Brasilien mit 5 Titeln, die einen WM-Titel mehr hat. Aber wie gesagt, ich kann nur von unserer Zeit reden. Ja. In unserer Zeit fing das Turnier am Halbfinale an. Und mit anderen Sachen haben wir uns gar nicht beschäftigt. Ja, und jetzt, wie gesagt, wird es als Erfolg gefeiert, dass man das Viertelfinale erreicht hat. Sehen aber auch einige anders. Ihr Kollege Lothar Matthäus, mit dem sie damals 1990 den WM-Titel gewonnen haben und auch in der Startelf standen, er sagte, ich zitiere ihn einmal: Vielleicht waren die Erwartungen aufgrund der vergangenen Turniere nicht sehr hoch und die Leistung sieht deshalb stark aus. Ich finde aber nicht, dass ein Gastgeber wie Deutschland zufrieden sein kann, wenn er im Viertelfinale ausscheidet. Das darf nicht unser Anspruch sein. Teilen Sie da die Meinung Ihres Ja, ehemaligen Kollegen Lothar da Matthäus? hat er recht, vollkommen Ja. recht. Ja. Wir sind leider durch die letzten beiden großen WM-Turniere so ein bisschen abgerutscht im Standing, auch in der Wahrnehmung. Man muss sich auch diesen Respekt und diese Anerkennung auch bei den Gegnern erst wieder verdienen. Früher hatten die alle Angst vor uns, wenn wir aufgelaufen sind. Und heute
hatte ich so einen Eindruck teilweise. Nach Katar, ja, haben sich viele gefreut, gegen Deutschland zu spielen. Und das geht eben einfach nur über Ergebnisse, Ergebnisse und Leistung. Das muss man sich permanent wieder erkämpfen und erarbeiten. Und da bin ich bei Lothar, ja. Der Anspruch muss sein, wie das früher bei uns der Fall war, Minimalziel ist Halbfinale. Minimalziel. Beim nächsten WM muss Halbfinale sein. Und dann, klar, dann spielen viele Faktoren auch eine Rolle. Die kann man nicht voraussehen, aber den Anspruch, das sollte der Mindestanspruch sein, dass man wieder dahin kommt zu sagen, wir haben die Qualität, wir haben die Spieler und wir gehen auch so mit dem Anspruch ins Turnier rein und nicht so, und gucken wir mal und so und hin und her. Man muss ja auch wirklich fairerweise sagen, dass jetzt bei der EM die Gruppe, die Deutschland hatte, ja mit die leichteste Gruppe war vom ganzen Turnier. Also man muss jetzt nicht so viel Energie verschwenden in der Vorrunde. Und von daher bin ich auch der Überzeugung, ja, dass so ein großes Fußballland mit der Historie da wieder hin muss, wie das auch in Brasilien der Fall ist. Wenn sie die Brasilianer Fußball spielen und bei der Copa America schlecht spielen und glauben sie, was da los ist. Da ist richtig Rambazamba-Theater auch in den Medien, da kriegt die Spieler auch Druck. Und Brasilien hat auch einen hohen Anspruch als Rekordweltmeister und Deutschland, die mit Italien ja 4 Titel geholt haben, die sollten den genauso haben. Ja, und Brasilien jetzt kurze Anmerkung, gerade in der Copa America rausgeflogen. Ich meine, es war im Viertelfinale gegen Uruguay im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Da wird es ordentlich gerappelt haben in der Kiste. Aber hallo. Ja, Herr Berthold, dann lassen Sie uns auch jetzt so ein wenig über die politischen Dimensionen dieses Turniers zu sprechen kommen, denn Sie haben es jetzt gerade schon zumindest im Nebensatz angesprochen. Katar, wir erinnern uns Oh noch ja. alle, damals die Innenministerin Faeser mit der Regenbogenarmbinde auf der Tribüne gesessen, dann diese Mund-zu-Geste der Spieler nach dem Motto, wir werden hier zensiert, auch bei der EM 21 damals, auch im Gruppenspiel, meine ich es, gegen Ungarn war es, wo man vorher noch darüber diskutiert hatte, dass man die Allianz Arena in den Regenbogenfarben erleuchten möchte, um da quasi ein Zeichen zu setzen gegen das homophobe Ungarn. Also das heißt, die Turniere davor waren sehr politisiert. Jetzt wiederum bei der Heim-EM hatte man nicht den Eindruck, auch das Spiel gegen Ungarn war nicht politisiert, zumindest wirkte es auf mich so. Woran liegt das denn, Herr Berthold? Hat man da aus den Fehlern aus der Ja, Vergangenheit, aus den letzten beiden Turnieren gelernt, ja? ich glaube, dass die sportliche Führung um Rudi Völler und Julian Nagelsmann ganz klar eine Vorgabe gemacht hat, auch Richtung Politik, dass es jetzt hier in diesen 4 Wochen nur um Fußball geht und dass Randerscheinungen einfach zu vermeiden sind. Randdiskussionen, weil ich kann ja auch eins sagen, ja, wenn die Spieler anfangen über gerade solche Sachen, ja, politische Sachen zu diskutieren und verlieren ihre Aufmerksamkeit und ihre Konzentration, dann langen 1, 2% in dieser internationalen Spitze und dann bist du weg vom Fenster. Also von daher muss man sagen, gab es ja jetzt rund um das Team weder irgendwelche Statements. Es gab, glaube ich, einmal gab es was, da waren sie im Trainingslager, da bei Weimar, da poppte irgendwas auf, das wurde aber sofort erdrängt, mehr oder weniger. Und auch die Politik hat sich ja sehr zurückgehalten mit irgendwelchen Kommentaren, Statements oder Zeichen. Ganz anders als in Katar. Da war das ja oberpeinlich, was da abgelaufen ist. Ja, und ich denke auch, das bringt auch nichts. Wissen Sie, was ich meine? Also Fußballer, Sport und Politik sollte getrennt sein und die Spieler sind gut beraten, wenn sie sich 100% auf ihren Job konzentrieren und das, was sie auszuführen haben und nicht da irgendwelche dämlichen Statements abgeben. Dazu muss ich noch eins sagen. Es wurde ja in Katar nichts sanktioniert. Also keine Aktion wurde sanktioniert der Spieler. Es gab nur eine Ansage der FIFA an den Deutschen Fußballverband, beziehungsweise an die 6 Mitstreiternationen. Sie können sich erinnern, die wollten ja eine kleine Revolution anzetteln. Und da wurde denen kurz gesagt, gibt es 2 Möglichkeiten. Und ich habe das ja mitbekommen, weil ich da war. Ihr fahrt jetzt nach Hause. Wir spielen ohne euch oder ihr macht das, was im Vertrag drin steht, den habt ihr unterschrieben. Ja, ihr behandelt oder ihr verhandelt, ihr behandelt, verhandelt. Ihr verhaltet euch so,
wie wir das hier vereinbart haben. Und dann sind sie alle schön eingeknickt und haben drauf weitergespielt. Ganz im Gegenteil jetzt zu dem Fall Demiral, sie erinnern sich, der türkische Der Nationalspieler, der Wolfsgruß. diesen Gruß gemacht hat, der wurde 2 Spiele gesperrt. Also er wird anscheinend mit anderem Maß gemessen bei der UEFA. Aber von der deutschen Seite her muss ich sagen, haben die Spieler jetzt wirklich einen fokussierten Eindruck gemacht. Die haben sich aufs Spiel vorbereitet, auf ihren Gegner. Und alles andere spielt auch bei so einem Turnier keine Rolle. Wissen Sie, was ich meine? Das Thema ist da wirklich, man spielt im 3-4-Tages-Rhythmus, Spielvorbereitung, nach dem Spiel Regeneration, wieder Spielvorbereitung. Was kommt auf dich zu? Wie ist der Spielplan? Wenn du dich dann mit Randthemen beschäftigst, von denen du wahrscheinlich sowieso keine Ahnung hast, führt das nur zur Ablenkung. Und Ablenkung ist bei der Qualität, bei der Leistungsdichte, bei so einem Turnier, ist keine gute Begleiterscheinung. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, hatte nach der Niederlage im ZDF gesagt, jede Schlagzeile ist negativ, die Nachrichten sind negativ, alle sind pessimistisch. Und auch Toni Kroos hatte sich ja im Podcast geäußert mit Brecht und Lanz und gesagt, dass er jetzt nach seiner Karriere wegen der Sicherheitslage in Deutschland nicht zurückkommen möchte. Er sagte, man kann ja nicht mal seine kleine Tochter nach 23 Uhr mit einem guten Gefühl rauslassen. Also da zeigt sich ja schon auch an solchen Aussagen wie von Nagelsmann, alle sind pessimistisch, die Nachrichten sind negativ, oder so einer Aussage von Toni Kroos, dass er jetzt zunächst in Spanien bleiben möchte, weil hier es sich eben so unsicher anfühlt. Da merkt man schon auch, dass da in den letzten Jahren etwas gekippt ist, oder, Herr Berthold, würden Sie das auch so einordnen? Ja, es hat sich was verändert. Deutschland hat sich eben verändert in den letzten 3, 4 Jahren. Und das bekommen ja auch Spieler wie Toni Kroos mit, der ja im Ausland lebt. Aber wenn der hier ein paar Tage in dem Land ist, weil ein Länderspiel stattfindet oder man sich eben in Deutschland trifft, dann führt das anscheinend dazu, dass sich da der Blick geändert hat. Und da liegt ja nicht Unrecht. Ich meine, die Dinge, die in Deutschland passieren, jeden Tag, das geht ja durch die Medien. Da kann ich ihn verstehen. Auf der anderen Seite, wenn man so lange wie er jetzt in Madrid lebt, die Kinder werden da groß oder gehen da zur Schule, macht es auch keinen Sinn, da sein soziales Leben zu verändern. Gerade wenn man noch schulpflichtige Kinder hat, also das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber der Blick von ihm auf die Dinge, ich denke schon, dass das ein Mensch ist, der reflektiert. Und der das auch mit einem gewissen Abstand sieht, weil er ja nicht das ganze Jahr in Deutschland lebt, da scheint ja was dran zu sein. Und Julian Nagelsmann mit dem Pessimismus, naja, Sie kennen das ja in Deutschland, mit dem man erstmal nur kritisiert, kritisiert, bis mal gelobt wird, da musste eben schon was Außergewöhnliches leisten. Deswegen sagte ich ja auch, es geht keinen Weg darum, daran vorbei. Wenn du einen Titel holst, ja, bist Weltmeister. Gibt es erstmal überhaupt nichts mehr zu kritisieren, dann hast du eben letztendlich alle zufriedengestellt und das muss auch die Zielsetzung sein. Aber grundsätzlich, dieser Pessimismus, weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber naja, das sind wahrscheinlich so persönliche Meinungen, auch persönliche Eindrücke, die jeder Einzelne hat. Das würde ich jetzt verallgemeinern. Ja, und hier in Deutschland äußern sich ja die Fußballer auch immer wieder politisch, wie zum Beispiel Leon Goretzka, der auch über seine Social-Media-Kanäle immer wieder dazu aufruft, nicht die AfD zu wählen. Auch Toni Kroos, hatte in der Vergangenheit gesagt, wenn ihr wählen geht, dann nur, wenn ihr nicht die AfD wählt. Oder der bekanntestes Beispiel, der ehemalige Freiburg-Trainer Christian Streich, einer der Lieblinge der Medien, der sich immer wieder auch politisch äußert hinsichtlich des Rechtspopulismus und davor warnt, dass die Rechtspopulisten zurück an die Macht kommen und dadurch eben, wie gesagt, sowohl bei den Fans als auch bei den Medien sehr beliebt ist. Wie hat sich das denn verändert jetzt über die letzten Jahrzehnte, Herr Berthold? Sie kommen ja noch aus einer Zeit, haben in den 80er, 90er Jahren Fußball gespielt. Wie war das damals bei Ihnen? Hat man sich da auch derartig politisch geäußert zum einen und zum anderen?
in welche Kategorie oder beziehungsweise wie erklären Sie sich solche Aussagen von diesen jungen Fußballern? Ist das einfach in die Kategorie Gratismut einzuordnen? Ich will es mal so sagen, wir leben ja in Demokratie. Herr von dem Witz leben, wir leben in einer Demokratie. Muss man ja erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und jeder kann ja sagen, was er will. Bei Leon Goretzka, der ist ja, glaube ich, aktives SPD-Mitglied. Der war ja auch, glaube ich, involviert in Katar, diese ganze Mannschaftsdiskussionsthematik, ja, wo es dann ja anscheinend in die Richtung ging, dass einige gesagt haben, was machst du eigentlich hier? Wir wollen hier Fußball spielen, ja, und nicht hier irgendwelche politischen Themen debattieren. Steht ihm aber zu, kann er ja machen. Beim Freiburger Trainerstreich, was den dann auf einmal motiviert, er war so lange Trainer. Mir fällt eben auf, dass das immer so ein bisschen orchestriert auf mich wirkt. Der war so lange Trainer, hat nie was gesagt, und auf einmal kommt eine Zeit, wo er jetzt anfängt und gibt da politische Statements ab. Kann ich auch nur sagen, ja, wenn das eben seine Meinung ist, dann soll er das machen, ja. Ich finde einfach, in der Demokratie sollte jeder Mensch selbst entscheiden, was er für eine politische Gesinnung hat, ja, und sollte sich nicht so treiben lassen beziehungsweise beeinflussen lassen von Leuten, die eben in der Öffentlichkeit stehen. Aber diese Stigmatisierung einer Partei, das finde ich schon beachtenswert, in welcher Qualität das voranschreitet, wer da alles aufruft, auch Politiker, auch Teile der Regierung sogar aktiv. Also die politische Landschaft hat sich verändert und der Umgangston hat sich auch verändert, was ich eigentlich für schade empfinde, weil das hat keine Qualität, wissen Sie, was ich meine? Da auf diesem Niveau sich auszutauschen. Jetzt gab es ja auch den Fall Joshua Kimmich und da kam jetzt kurz vor der EM noch eine ZDF-Doku über ihn raus, was das mit ihm als Mensch gemacht hat. Wir erinnern uns alle, er hat zunächst ja noch die Impfung verweigert, hinterher oder zum späteren Zeitpunkt hat er dann gesagt, dass er sich jetzt wohl doch hat impfen lassen. In dieser Doku bekommt man einen sehr persönlichen Einblick in seine Gefühlswelt. Diese Doku hat auch sehr viele Reaktionen hervorgerufen aus Medien und Politik. Diese Entscheidungsträger zeigten sich überwiegend reumütig und haben gesagt, ja, das war damals wohl doch kein ganz angemessener Umgang, den wir da an den Tag gelegt haben. Also zeigt dieser Fall, Herr Berthold, wie verheerend der medialpolitische Umgang mit diesem Thema war? Ja, da muss ich auch sagen, warum wird das jetzt ausgestrahlt? Kurz vorm Turnier, frage ich mich eben auch. Dann ZDF. Was glauben Sie? Auf mich wirkt das auch orchestriert. Okay. Und welches Orchester steht da dahinter? Ja, wir haben einmal hier Staatsmedien, die stehen dahinter. Dann kurz vor dem großen Turnier. Maximale Aufmerksamkeit. Und was soll das jetzt, finde ich, jetzt nach den ganzen Jahren? Warum jetzt? Naja, womöglich könnte man auch sagen, dass da so etwas wie Aufarbeitung stattfindet, jetzt Ja, 4 Jahre, 3 Jahre muss ich später, sagen, eine also. Aufarbeitung, die muss stattfinden, aber dann bitte von Fachleuten und einem unabhängigen Untersuchungsausschuss. Das ist meine persönliche Meinung, weil eine Aufarbeitung muss stattfinden, weil so viele Menschen gestorben sind. Und so viele Menschen geschädigt sind und sie wissen, was in der Verfassung steht mit der persönlichen Gesundheit. Das muss aufgearbeitet werden. Jetzt hören wir ja immer wieder von plötzlichen, unerwarteten Todesfällen, vor allen Dingen auch bei jungen Menschen und bei Sportlern. Gab es das bei Ihnen damals auch schon so in dieser Fülle? Sowas gab es noch nie. Es gab noch nie eine Zeit unserer Erde, in der so viele Athleten verstorben sind. Noch nie. Und ich gehe davon aus, dass das die nächsten Jahre anhalten wird. Also Sie glauben, dass es noch mehr wird in den nächsten Jahren? Verstehe ich das richtig? Das ist meine persönliche Meinung.
Was ich mich immer frage, sehen denn da die Sportler keinen möglichen Zusammenhang mit der Impfung? Ich sehe den. Da müssten Sie die mal fragen oder die Aktiven mal fragen. Das liegt ja auf der Hand. Aber Frage war nicht ganz. War nicht da ganz will bestimmt. man scheinbar, ist da kein Interesse daran, dass der Wahrheit ins Gesicht zu Eben, schauen. sagte ich Ihnen. Jetzt schauen Sie mal. Normalerweise ist doch so, auch für die Wissenschaft. Es findet eine Obduktion statt, gerade auch für die Zukunft, für die Wissenschaftler, ja, damit einfach Zusammenhänge festgehalten werden, Daten festgehalten werden. Aber wer obduziert denn heute noch? Wird überhaupt noch obduziert? In den meisten Fällen wohl scheinbar nicht, ja. Da haben wir schon, das haben wir schon die erste große Frage. Und warum ist das so? Ja, scheinbar gibt es auch da kein öffentliches Interesse daran, dass Deswegen, das hervortritt, sagte ich was Ihnen Sie ja. vermuten, ja. Gut, das alles meiner Meinung nach ja hat nur Sinn, wenn wirklich unabhängige Wissenschaftler einen Ausschuss gründen, der politisch anerkannt wird und dann systematisch angefangen wird, zu obduzieren, Daten festzuhalten, um dann auch Zusammenhänge zu erklären. Aber halten Sie das für realistisch in diesem Deutschland im Jahre 2024, in dem jeder, der eine abwegige Meinung vertritt, als Rechtsradikaler und Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, wie es bei Ihnen ja auch der Fall war, Herr Bertha? Also möglich ist das bestimmt schon, weil die Manpower ist ja da. Also die Pathologen sind da, die Wissenschaftler sind da, nur es muss halt politisch gewollt sein. Anscheinend ist aber der Wille nicht da. Und glauben Sie, dass es da quasi eine Diskrepanz gibt zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung? Also, dass quasi doch immer mehr Menschen verstehen, was diese Impfung tatsächlich, angerichtet hat? Das glaube ich schon, ja. Dass da mittlerweile mehr Menschen verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Aber eins kann ich Ihnen aussagen: sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, das ist auch ein großer Schritt. Und dann auch in die Diskussion zu gehen, zuzugestehen, dass man da Leuten auf den Leim gegangen ist. Wer macht das? Wer bringt den Mut auf? Ja, bisher ist es noch nicht mal eine wirkliche Minderheit, von der man da sprechen könnte. Es ist ein kleiner Bruchteil der Genau. Gesellschaft. Ja. Und das war Ja, ja aber ein in dunkles Kapitel. totalitären Zeiten immer so, ja. Ein dunkles Kapitel. Das ist auf jeden Fall. Da haben Sie recht. Lassen wir uns nochmal zurückblicken, Herr Berthold. Sie waren ja einer der ersten bekannten Gesichter in Deutschland, die sich kritisch auch zu Wort gemeldet haben. Damals im August 2020 haben Sie eine Rede bei Querdenken gehalten. Ihnen wurde dann daraufhin die Zusammenarbeit mit der Bild-Zeitung und auch Sky hat die Zusammenarbeit mit Ihnen beendet. Wünschen Sie sich da jetzt 4 Jahre später eine Entschuldigung von den Akteuren? Überhaupt nicht. Wissen Sie, ich habe das ja aus Überzeugung gemacht. Und von daher kann ich nur sagen, ich hatte eine schöne Zeit mit den Medien, die ist jetzt eben vorbei. Aber gewisse Dinge gehen eben nicht. Und ich habe da eine Haltung gezeigt und ja, die Konsequenzen waren mir bewusst, dann ist das eben so. Aber ich brauche da keine Entschuldigung und gar nichts. Ich bin mir im Reinen. Wissen Sie, was ich meine? Also Sie bereuen das Nicht. überhaupt nicht, was Sie Überhaupt damals nicht. gemacht haben. Nee. Ich habe immer gesagt, wissen Sie, gegenüber meinen Kindern, meinen Enkelkindern, dass es nicht heißen muss irgendwann mal, warum hast du damals nichts gesagt, ja. Haben sich denn damals Kollegen bei Ihnen gemeldet? Ja, Wie war da auf das jeden Fall. Feedback? Auf jeden Fall. Das Feedback, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, viele haben den Daumen hoch gemacht, haben gesagt,
Mensch, du hast den Mut aufgebracht, das zu sagen. Wir sind hier irgendwie noch eingebunden mit Verein, Verband und was weiß ich ja in der vorgehaltenen Hand. Es ist ja auch so, in der vorgehaltenen Hand lässt sich natürlich leicht reden. Und ich glaube schon, dass in der vorgehaltenen Hand viele die Dinge so sehen, wie ich auch, ja. Und gerade was das Thema Impfung anbetrifft, dann die gleiche Meinung haben. Aber aufgrund vom Arbeitgeber, aufgrund von der sozialen Stellung, aufgrund von der vielleicht auch Stellung in der Öffentlichkeit, da nicht den Schritt machen wollen, rauszutreten aus dem Schatten. Weil danach schlägt es schon ein, es hagelt dann von überall. Muss man aushalten können oder aushalten wollen. Aber wie gesagt, Unrecht ist einfach Unrecht. Und hätte mit sowas nicht leben können, mit so einem Unrecht. Von daher, wissen Sie, für mich ist das Wichtigste einfach, in dieser Zeit habe ich meine Meinung gesagt, Haltung gezeigt und ich kann jeden Morgen aufstehen und kann in den Spiegel schauen. Das ist mir eigentlich wichtiger als alles andere. Warum haben das so wenige Menschen gemacht, Herr Berthold? Warum gab es da draußen... Ja, ich habe Ihnen das ja versucht, kurz zu erklären, ja, weil aufgrund von Abhängigkeiten beruflicher Art oder Stellung der Gesellschaft oder was weiß ich, ja, kann sie nicht sagen. Jeder Mensch hat ja seine eigene Sicht auf diese Dinge und verhält sich dann so oder so. Mir ist eben nur aufgefallen, dass wenn man tête-à-tête unter vier Augen spricht, ja, die Menschen eben bereiter sind, das zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Wenn da aber ein Dritter dabei steht, da ändert sich schon der Content. Wissen Sie, was ich meine? Ja, dann wird schon inhaltlich mehr abgewogen, abgefedert und das milder ausgedrückt. Herr Berthold, vielleicht zum Abschluss der Zeit haben sich jetzt ja die Vorzeichen geändert. Es geht nicht mehr um einen gefährlichen Virus, sondern seit dem 24. Februar 2022 geht es um den bösen Russen, der vor den Toren Deutschlands steht. Wir müssen wieder kriegstüchtig werden, auch Frauen sollen wehrpflichtig werden. Wie blicken Sie in die Zukunft? Sind Sie zuversichtlich in Anbetracht dieser Ja, ich gegenwärtigen blicke da gesellschaftlichen? schon sehr angespannt in die Zukunft, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo wahrscheinlich den Menschen gar nicht bewusst ist, wie nah ein potenzieller Krieg auch in Deutschland ist. Von daher erhoffe ich mir, dass die Menschen einfach mal ein Zeichen setzen, ein Friedenszeichen setzen, weil wer will denn in den Krieg ziehen? Kein Mensch will in den Krieg ziehen. Wissen Sie, in dem Krieg sterben jeden Tag 1.000 Menschen. Wer will denn sowas? Es muss beendet werden, und zwar umgehend beendet werden. Und die Deutschen müssen den Politikern mal zeigen, dass sie eben keinen Krieg wollen. Und das kannst du eben nur, wenn du aktiv wirst und vom Fernseher sitzen oder vom Handy sitzen und auf Telegram rumtippeln, da wird kein Krieg beendet. Da muss man schon in die Aktion kommen. Das heißt, auf die Straße gehen, Stimme Natürlich, erheben. auf jeden Fall. Ich will keinen Krieg. Wollen Sie einen Krieg? Ganz und gar nicht. Gerade als junger Mensch, dem ich hatte immer gehofft, dass es hier noch eine leuchtende, strahlende Zukunft für uns junge Menschen gibt. Derzeit sieht es anders aus. Das heißt, Sie werden im August auch nach Berlin zur Demo kommen. Höre ich das richtig raus hier? Das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich kann nur jeden auffordern, da hinzugehen, um einfach selbst ein Zeichen zu setzen. Wann denn sonst, wenn jetzt nicht? Es wird Zeit, dass einfach auch die Leute ihre Verantwortung nicht delegieren an irgendwelche Politiker, die fremdgesteuert sind, sondern dass man eben selbst aktiv wird und selbst ein Zeichen setzt, ein Friedenszeichen. Viktor Orban hat das da auch gemacht. Er hat auch angefangen jetzt, ist auch aktiv geworden. Von nichts kommt nichts, von alleine passiert nichts. Sonst bist du eben nur Zuschauer. Ja, und musst dann auch die Dinge ertragen, die auf einen zukommen. Und das finde ich einfach, wie gesagt, wir haben keine Diplomatie mehr, wir haben keine Deeskalation mehr.
in der politischen Landschaft. Und von daher muss doch der Bürger, der Mensch erkennen, ja, dass nur mit Aktionen, mit Aktivisten was zu bewegen ist. Herr Berthold, mit diesem klaren Statement bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute für diese dystopischen Zeiten, in denen wir uns befinden. Bleiben Sie wohl auf, bleiben Sie so positiv und vielleicht bis bald mal wieder, Herr Berthold. Hat mich gefreut. Machen Sie es gut. Ja, und auch an euch, liebe Community, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ihr konntet die ein oder andere Erkenntnis mit nach Hause nehmen. Und jetzt wünsche auch ich euch alles Gute für diese Zeit des Umbruchs und des Neuanfangs. Bleibt wohl auf und bis zum nächsten Gespräch. Ciao.